Aufregung gibt es um die frühere Weltklasse-Leichtathletin Stefanie Graf. Sie hat ja vor einiger Zeit zugegeben, das mit Doping in Zusammenhang gebrachte Labor Humanplasma zur Blutabnahme aufgesucht zu haben. Der Verband relativiert nun das Verlangen nach einem von ihm geforderten Verfahren der Nationalen Anti-Doping-Agentur gegen Graf. Letztere hat im Herbst gegenüber einer Tageszeitung erklärt, sie habe sich Blut abnehmen lassen, es dem Körper aber nicht rückgeführt. Die Nationale Anti-Doping-Agentur lässt das von der WADA bereits prüfen. Der Leichtathletikverband steht klar hinter dieser Maßnahme. Meiner Meinung nach muss die Wahrheit auf den Tisch. Und wenn es da strafrechtlich relevante Verfehlungen gegeben hat zu der Zeit, dann müssen die verfolgt werden. Auch der ÖLV verfolgt also eine klare Linie gegen Doping. Es ist aber nicht so, dass der ÖLV dann ein Verfahren von der NADA eingefordert hat. Ob tatsächlich eines eingeleitet wird, hängt jetzt von den Ergebnissen der WADA ab, die in etwa 2 Wochen zu erwarten sind. Graf war heute für keine Stellungnahme erreichbar.